Hallo, hier befinden wir uns an einem wunderbaren, einzigartigen Ort in Augsburg, und zwar im Ortsteil Guggenheim. Hier ist das Kulturhaus und hier wollte ich einfach nur mal noch kurz Hallo sagen. Eine wunderschöne Location, die Karte dazu ist voll. Dazu hat die Linke im Bundestag eingeladen und hat auch Verdi, IGM, IG Bau, NDG und GEW eingeladen. Das muss drin sein. Arbeit ist Mehrwert. Betriebsrätekonferenz der Fraktion Die Linke im Bundestag. Im Zeughaus am Zeugplatz 4. Hier seht ihr jetzt noch ein paar Videos. Viel Spaß! Leute quasi in prekäre Arbeitsverhältnisse abgeschoben werden, wie wir es erst in den letzten 5 bis 10 Jahren erleben und eigentlich in der Nachkriegsgeschichte so nicht erlebt haben. Wir sehen aber auch, dass diese Kämpfe Grenzen haben. Weil bei der Post ein Riesenerfolg, wenn man natürlich die Leute schützt, aber dass es diese Gesellschaften weitergibt und dass sie das weiter betreiben können, konnte natürlich per Tarifvertrag und natürlich konnte nicht gelöst werden. Auch bei Amazon und vielem anderen werden wir sehen, ob das so gelingt, einfach über tarifverträgliche Regelungen das zu ermöglichen. Sprich, meine These wäre, wir brauchen sowohl die tariflichen und betrieblichen Kämpfe und Regulierung der Arbeit, als eben auch die politischen Kämpfe und politischen Druck, um eine politische Regulierung herzustellen. Warum sage ich das? Weil wir haben inzwischen ungefähr 25-30% der Beschäftigten in prekären Arbeitsverhältnissen. Wir haben vor kurzem die Linksfraktion eine Anfrage im Bundestag gemacht zur Entwicklung der Beschäftigung, weil sich ja die Bundesregierung immer rühmt. Wir haben einen so hohen Beschäftigungsstand wie noch nie und so einen hohen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsstand wie noch nie. Was rausgekommen ist bei dieser Anfrage, ist, dass sich die Zahl der Arbeitsstunden seit 13 Jahren de facto nicht verändert hat. Wir haben die gleiche Zahl von Arbeitsstunden als vor 13 Jahren, aber viel mehr Beschäftigte. Und dahinter verbirgt sich ein riesiger Deregulierungsprozess. In der Tat sind die Vollzeitbeschäftigten um ungefähr 8-10% gesunken und gleichzeitig alle möglichen anderen Beschäftigungsformen, Leiharbeit, Mini- und Midi-Jobs, strukturelle Unterbeschäftigung, Teilzeitverhältnisse und vieles andere gravierend angestiegen. Das hat natürlich einen Riesensprung gekriegt durch die Agenda 2010, was ja auch beabsichtigt war. Man wollte einen großen Niedriglohnsektor schaffen und man wollte quasi die Arbeitsverhältnisse deregulieren. Und im Kern können wir heute sagen, wir haben einen gespaltenen Arbeitsmarkt oder gespaltene Arbeitsbeziehungen, wie wir es noch nie hatten. Also quasi schrumpfende Kernbelegschaften in Vollzeit und wachsende prekäre Arbeitsverhältnisse. Dazu gehört alles Mögliche, dazu gehören natürlich die Mini- und Midi-Jobs, von denen die Menschen niemals im Leben leben können, geschweige denn eine Rente ansparen können. Wir haben strukturelle Unterbeschäftigung. Das sind quasi bei H&M, machen die zum Beispiel 10-Stunden-Verträge. Also eine der größten Modeketten überhaupt. In der Regel Einstellungen mit befristet und 10 Stunden. Die nennt man bei H&M im Übrigen auch Stundenlöhner. Im Frühkapitalismus hießen sie immerhin Tagelöhner. Und das Zynische ist, die müssen tatsächlich in ihren Arbeitsverträgen unterschreiben, dass ihnen bewusst ist, dass sie von dieser Arbeit nicht leben können. Müssen auch sich immer bereithalten, weil es kann auch sein, vor Weihnachten oder sonst wo müssen sie 30, 35 Stunden arbeiten. Im Übrigen ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange. Im englischen Wahlkampf kam ja heraus, dass es dort eine Auseinandersetzung gibt um 0-Stunden-Verträge. Die haben quasi eine Beziehung mit dem Unternehmen mit 0-Stunden-Garantie und können praktisch willkürlich in jeder anderen Stundenzahl beschäftigt werden, wie es das Unternehmen gerade benötigt. Also wir haben da durchaus noch Luft nach oben, wenn man andere Länder anguckt. Wir haben praktisch nach wie vor, da wollte ich noch einen Satz dazu sagen, das
Das sind übrigens keine gewollten Arbeitsverhältnisse. Wir hatten ja in der letzten Untersuchung, dass ungefähr 3,5 Millionen Menschen in Deutschland gerne länger arbeiten würden, und zwar ungefähr 11 bis 15 Stunden und bevorzugt Frauen, weil überwiegend Frauen mit solcher struktureller Unterbeschäftigung beschäftigt sind, also nicht nur im Einzelhandel, auch in vielen anderen Bereichen. Wir haben nach wie vor einen hohen Stand an Leiharbeit, der nicht zurückgeht, sondern immer so zwischen 900.000 und 1 Million ist. Wir haben einen irrsinnigen Zuwachs an Werkverträgen. Ich meine, es ist ein bisschen bezeichnend für unsere Gesellschaft, dass wir alles wissen, wie viele Schweinehälften jeden Tag produziert werden, wie viele Brötchen jeden Tag beim Bäcker über den Ladentisch gehen. Wir wissen aber nicht, wie viele Menschen in Werkverträgen beschäftigt sind. Da sind wir auf Vermutungen angewiesen, aber vermutlich sind es einige Millionen. Das sind also, vermutlich sind es einige Millionen, und es sind insbesondere, wächst diese Beschäftigung, weil Leute, die mal in Kernbereichen beschäftigt waren in Betrieben, jetzt inzwischen in Werkverträgen beschäftigt sind. Meine Klassiker ist im Einzelhandel, diejenigen, die die Regale auffüllen, waren früher oft mal bei Edeka oder Rewe oder sonst wo beschäftigt, sind sie aber heute nicht mehr, sondern sind bei sogenannten GmbHs beschäftigt, wo sie weniger verdienen wie beim Einzelhandel. Oder in der Industrie kennt ihr das, diejenigen, die die Motorblöcke oder die Materialien bis ans Band bringen, waren früher mal mit der Automobilindustrie beschäftigt, heute sind sie in der Logistik beschäftigt mit der Hälfte vom Stundenlohn, höchstens. Oder die fahrenden Läger. Oder diese ganzen Bereiche, Kantine, Bewachungsgewerbe, alles, was man in den Betrieben drin war, ist heute quasi ausgelagert. Und diese Auslagerung in Werkverträge hat keine andere Funktion, als Tarifflucht und Sozialdumping zu machen. Also es gelten dort in der Regel gar keine Tarifverträge oder deutlich schlechtere. Nimmt dramatisch zu. Wir haben diese ewige Befristerei. Die Kollegin von der Post hat es ja vorher auch nochmal gesagt, rund 40% der Leute, die einen neuen Arbeitsvertrag abschließen, kriegen nur einen befristeten Arbeitsvertrag. Und in der Tat, wenn ich heute vor jungen Leuten rede, bei H&M oder sonst wo, und ihnen sage, als ich in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, ins Arbeitsleben gegangen bin, gab es keine Befristung. Du hattest 3 Monate Probezeit und dann hattest du ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Dann gucken die mich mit großen Augen an und können es gar nicht glauben, weil sie die Erfahrung machen, wir gehen von einer Befristung in die nächste, und wenn wir Pech haben, sind wir nach der dritten Befristung draußen und werden durch jemanden ersetzt, der auch wieder befristet ist. Und zwar auch ganz gravierend im Übrigen im öffentlichen Dienst. Und im Übrigen haben wir bei der Post, ich glaube, der Streik hätte viel größere Wirkung erzielt, wenn man nicht 10, 12 Jahre zugeguckt hätte, wie diese deregulierten Beschäftigungsverhältnisse und diese Subunternehmer sich ausgebreitet haben, die natürlich alle als Streikbrecher aufgetreten sind. Daraus lernen wir, dass da sich nicht nur ein niedrigeres Niveau durchsetzt an Löhnen und Arbeitsbedingungen, sondern dass durch diese Prekarisierung auch massiv die Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit verändert werden. Weil ruft doch mal befristet Beschäftigte zum Streik auf. Ich habe lange genug Streiks im Handel angeführt, wo 30-40% prekär beschäftigt sind, dann noch die ganzen Mini- und Midi-Jobs, die ganzen Leute, die meinen, sie wären morgen Abteilungsleiter. Alles, da musst du, deswegen dauern die Streiks ja so lange. Du musst da zum Teil 12 Monate um einen Tarifvertrag streiken. Und deswegen meine ich auch, dass du in viele Konzerne alleine mit Streiks nicht mehr bewältigen kannst. Da bin ich aber nach wie vor überzeugt, da geht es nicht um Boykott. Du wirst den Konflikt in Amazon nicht gewinnen, wenn du jedes Jahr die Belegschaft um 40% auswechselst, was die ja machen. Und du musst immer wieder von vorne anfangen und du kriegst höchstens 20-25% der Belegschaft in den Streik, was ja schon beachtlich ist und ein enormer Fortschritt. Also da muss man ein paar andere Sachen mit überlegen, und wir haben viele Streiks im Handel nur gewonnen, weil die Streiks inzwischen vor den Läden stattfinden und es die Kunden mitkriegen. Und die Leute sich nicht mehr am Streiklokal verstecken, sondern sich zeigen und die Kunden ansprechen und dann die Läden Angst kriegen müssen, dass das quasi eine
eine Welle erzeugen. Wir haben die massive Folge, dass diese ganze Entwicklung der prekären Arbeitsverhältnisse die Tarifbindung erheblich schwächt. Wir haben heute noch eine Tarifbindung von rund 51-57% im Westen und von 37% der Beschäftigten im Osten. Und nur noch jeder vierte Betrieb ist tarifgebunden. Das heißt, wenn wir noch ein paar Jahre in dieser Entwicklung so weitermachen, kriegt weniger wie die Hälfte der Beschäftigten überhaupt noch tarifvertragliche Leistungen. Und selbst den Gewerkschaften, denen es gelingt, noch halbwegs vernünftige Tarifverträge abzuschließen, wird die Reichweite dieser Tarifverträge immer geringer, weil sie eben die ganzen ausgegliederten Bereiche und vieles andere nicht quasi umfasst. Und deswegen wird es für die Gewerkschaften eine ganz dramatische Folge haben, weil als was werben wir denn als Gewerkschafter die Mitglieder? Wir werben doch häufig dafür, dass wir Tarifverträge abschließen und dass sie unter tarifvertragliche Leistungen kommen. Und diese Werbung wird immer schwieriger, wenn du keine Tarifverträge mehr schließen kannst. Und es zeigt sich ja auch, dass in vielen Bereichen die Kampfkraft so schwierig ist, dass man oft keine Tarifverträge mehr schließen kann oder sehr lange dafür braucht, um sie noch durchzusetzen. Ich habe selber erlebt, dass wir im Handel immerhin eine Branche mit 2,5 Millionen Beschäftigte, ungefähr so viel wie die Automobilindustrie, dass wir dort 15 Monate streiken mussten, um einen Tarifvertrag zu kriegen. Und manche H&M-Verkäuferin hatte hinterher 87 Streiktage auf dem Boden. Da brauchen Metaller in der Automobilindustrie ein ganzes Leben und wird es trotzdem nicht zusammenkommen. Ist jetzt gar nicht ketzerisch gemeint, es bringt einfach aus. Du brauchst dort so lange durch diese Struktur. Dann haben die den Flächentarifvertrag durchgesetzt, was eine heroische Leistung ist. Bloß durch den Verlust der Allgemeinverbindlichkeit 2001 fallen heute im Einzelhandel gerade noch 37% unter den Tarifvertrag. Und was das bedeutet, das heißt, die kämpfen 15 Monate und nur noch etwas über ein Drittel der Beschäftigten fällt unter diesen Tarifvertrag. Wie lange die 37% noch im Tarifvertrag bleiben, das kann sich ja auch jeder ausrechnen, weil die ja diese Konkurrenz überhaupt nicht aushalten. Das ist ja auch das Problem von Amazon. Amazon hat quasi den Vorteil, die haben die Kosten nicht wie der stationäre Einzelhandel, der ja die Mieten in der Innenstadt und sonst was bezahlen muss, haben die nicht, die setzen ihre Läger außen hin, sind viel produktiver und machen noch Sozial- und Tarifdumping. Das heißt, die konkurrieren natürlich quasi den bestehenden Einzelhandel völlig nieder und treiben damit auch die aus dem Tarifvertrag, die jetzt noch drin sind. Und das haben wir jetzt ja erlebt, die große Kette Real hat jetzt angekündigt, sie geht aus dem Tarifvertrag raus. Oder sie haben andere Methoden, die ihr ja alle kennt, indem man eben auslagert. Also ich würde mal die These aufstellen, dass diese Fragen Überlebensfragen der Gewerkschaftsbewegung sind. Wenn die Gewerkschaften meinen, sie könnten überleben nur mit den Kernbelegschaften, die heute noch tariflich abgesichert sind und sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, lügen sie sich was in die Tasche. Sie müssen dringend, und das sage ich als Gewerkschafter, diese Auseinandersetzungen in Vordergrund ihrer zukünftigen Politik stellen. Im Übrigen auch nicht nur wegen den Prekärbeschäftigten, sondern auch wegen den anderen. Weil es ist ja völlig klar, wenn diese prekäre Beschäftigung so bleibt oder gar zunimmt, werden natürlich die noch Tarifverträge haben, permanent unter Druck gesetzt. Du hast einen permanenten Konkurrenzdruck und du wirst eingekreist wie so eine südafrikanische Wagenburg. Mit der Folge, dass es natürlich massive Probleme gibt und der Leiharbeiter, der neben dir steht, die gleiche Arbeit und die Hälfte macht, zeigt dir natürlich immer an, wo deine Zukunft liegen kann, wenn du nicht aufpasst. Und deswegen scheint mir wichtig, dass die Frage zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem gemacht werden muss. Also wir müssen deutlich machen, das hat nicht nur die Betroffenen im Sinn, sondern auch die indirekt Betroffenen.
Ich war übrigens vor 2 Jahren in den USA, habe dort mit Gewerkschaftern gesprochen, die haben gesagt, bei ihnen ist der Prekarisierungsgrad inzwischen 40%. Und was wir erleben, dass es nichts oder nur noch wenig mit der Entwicklung der Konjunktur zu tun hat. Das heißt, egal, wenn die Konjunktur gut ist, wie jetzt gerade, bleibt diese Quote von 20%, 25%, 30%, hier West oder Ost oder strukturschwache Region oder nicht, bleibt relativ unverändert. Und zwar, weil dieses Modell mit Prekären, mit Subunternehmern und Werkverträgen und so weiter zu arbeiten, fest eingeschweißt ist in die bestehende Produktions- und Dienstleistungsstruktur. Sprich, jeder Betrieb kalkuliert mit so und so viel Leiharbeitern, mit so und so viel Befristeten, mit so und so viel Werkverträglern oder in den Dienstleistungsbetrieben mit so und so viel Minijoblern oder so und so viel Teilzeitbeschäftigten. Das ist fester Bestandteil quasi der gesamten Kalkulation und fest eingeschweißt in das bestehende Modell. Und kann nur noch quasi durch einen wirklich massiven Kampf auf jeder Ebene geändert werden. Und wenn die Konjunktur wieder zurückgeht, wird es eher nochmal einen Sprung nach oben geben. Das sind ja zum Teil dann auch bequeme Ausweichprozesse. Wenn BMW halt 5000 Leiharbeiter hat und die Konjunktur bricht ein, dann schickt man halt erstmal die 5000 Leiharbeiter nach Hause. Ja, und schützt quasi die Kernbelegschaften damit. Also das ist ja auch ein etwas zynisches Modell. Also meine These wäre, wir müssen das dringend angehen und verschiedene Herangehensweisen werden politisch sein müssen. Also wir müssen quasi eine politische Regulierung einziehen. Und das, was wir betrieblich kämpfen, natürlich muss jeder Betrieb um einen Tarifvertrag kämpfen oder gegen Befristungen kämpfen oder ähnliche Dinge machen oder gegen die Werkverträge. Es wird aber gesamtgesellschaftlich immer eine gewisse Sisyphusarbeit sein, wenn man es nicht mit der politischen Regulierung in Verbindung setzt. Man muss quasi so etwas wie eine politische Re-Regulierungsoffensive starten. Und ich will es an ein paar Beispielen festmachen. Die Frage der Tarifbindung, der Kollege von MGG hat ja gesagt, die werden flächendeckend niemals alle McDonalds-Läden und Gaststätten, Hotels in den Tarifvertrag bringen, mit den Ressourcen, den begrenzten Ressourcen, die da sind. Also wir müssen quasi eine gesetzliche Regelung durchsetzen, die die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen erleichtert. Es muss definitiv ausreichen, wenn eine Gewerkschaft das beantragt. Also was wir heute als Bedingungen haben, 50% der Betriebe und Beschäftigten, selbst wenn das reduziert wird, was alles glaub, macht oder will, es reicht nicht mehr. Die Verbände haben ja mit ihren OT-Mitgliedschaften längst nicht mehr 50% organisiert, die im Tarifvertrag sind. Also du musst es auf dem politischen Feld machen. Die ganze Frage der Befristerei oder bei der Tarifverträge bleibe ich mit den Werkverträgen. Du musst politisch durchsetzen, dass die Ausgliederung in Werkverträgen dazu führt, dass trotzdem der Tarifvertrag des Kernbetriebs gilt. Wenn du das nicht durchsetzen kannst, politisch, dann ist immer Tarifflucht und Sozialdumping. Wenn du das aber durchsetzen kannst, dann gibt es keine Logik mehr, die Leute auszugliedern und damit man Lohnkosten erspart. Ja. Du musst durchsetzen, dass diese Befristerei aufhört. Ich glaube, dazu könnte man eine Kampagne machen mit dem Mindestlohn. Also das Erste, was du beseitigen musst, ist die sachgrundlose Befristung. Das war ja eingeführt, das ist wirklich nur ein Drehtür-Effekt. Das Zweite, was du aber auch abschaffen musst, ist die Kettenbefristungen. Auch mit Grund kannst du eben 10 Jahre befristen. Und da muss man eine Grenze einziehen, dass man sagt, nach der zweiten Befristung muss Schluss sein. Ja, also weil die Befristungen haben ja den völligen Charakter von Willkür und Rechtlosigkeit. Also es scheint mir ein ganz dringendes, das kannst du aber nur politisch regeln. Du kannst natürlich um Tarifverträge kämpfen, aber du musst es im Kern politisch lösen. Du musst die Mitbestimmungsrechte erweitern. Also dass die Betriebsräte völlig in diesen Fragen, Befristungen, Werkverträge, Leiharbeit quasi außen vor sind, ist ein völliges Unding. Also hier müssen wir quasi darum kämpfen, dass die Mitbestimmungsrechte der Betriebs- und Personalräte erweitert werden.
Ich habe als Geschäftsführer im Wallibezirk Stuttgart noch einen dreiseitigen Vertrag, vierseitigen, zum Klinikum in Stuttgart abgeschlossen. Da ging es damals um Privatisierung, gegen die wir gekämpft haben, erfolgreich. Dann wurde eine Vereinbarung getroffen zwischen Verdi, dem Personalrat, der Geschäftsführung und der Stadt. Und bei der Verlängerung dieses Vertrages ist es uns gelungen, eine Passage reinzubringen, dass Outsourcing nur mit Zustimmung des Personalrats möglich ist. Und die Zustimmung kann auch nicht durch Einigungsstelle oder Arbeitsgericht ersetzt werden. Seit es diese Regelung gibt, ist keine Putzfrau, kein Gärtner, kein Arbeiter im Klinikum ausgegliedert worden mehr. Im Gegenteil, sie haben sogar geschafft, die Reinigungskräfte wieder inzusourcen. Auf die Dauer gibt es natürlich ein Problem mit den Kosten, wenn man nicht politisch quasi die Deckelung wegkriegt, aber trotzdem, es war ein Riesenerfolg. Ich glaube, solche Auseinandersetzungen müssen wir führen. Also wir müssen Mitbestimmungsrechte kriegen, die auch die wirtschaftlichen Belange quasi des Unternehmens betreffen. Weil sonst kannst du gegen diese Entwicklungen gar nicht ankämpfen. Kaum gewinnst du einen Konflikt, auch wie bei der Bahn oder bei der Lufthansa oder sonst wo, gliedern sie quasi die ganzen Betriebe in eine Billiglinie oder sonst irgendwas aus. Und da hast du null Mitbestimmung. Also die wirtschaftliche Macht des Unternehmens ermöglicht immer wieder, quasi diese Strukturen aufzubauen. Und das wird man eben nur durch einen politischen Kampf erzielen. Natürlich gibt es auch Tarifverträge, die Leiharbeit begrenzen oder die Werkverträge begrenzen, aber nur in den ganz starken Betrieben. Gesellschaftlich setzt sich unter der Hand ein ganz anderes Modell durch. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese prekären Arbeitsverhältnisse in hohem Maß sich fortsetzen in prekären Lebensverhältnissen. Also Leute, die quasi permanent in Unsicherheit arbeiten, leben auch unsicher, werden quasi abgedrängt von einer vollständigen gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Teilhabe. Auch im Übrigen vorprogrammiert Altersarmut. Weil da dürfen wir uns nichts vormachen. Durch die Herabsetzung quasi des Grundsicherungsniveaus auf 43% werden die Durchschnittsverdiener auch altersarm. Aber die quasi von einer prekären Stelle zur nächsten gehen, häufig noch im Niedriglohnbereich, sie haben überhaupt keine Chance, quasi in irgendeiner Form eine Alterssicherung zu bekommen, die ihnen eine Lebensplanung zulässt. Und deswegen haben wir als Linke gesagt, wir wollen eine große Kampagne starten über mehrere Jahre gegen prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse. Diese Kampagne haben wir im ersten Mal gestartet, nach unserer Einschätzung sehr erfolgreich. Die heißt, das muss drin sein. Das muss drin sein ist ein tolles Logo. Und soll formulieren, dass die Forderungen, die wir da aufgestellt haben, in einer reichen Gesellschaft eigentlich Selbstverständlichkeiten sein müssen. Also wir haben gesagt, Leiharbeit und Befristungen stoppen, das muss drin sein. Statt Hartz IV, Mindestsicherung ohne Sanktionen. Weil das wissen wir auch, Hartz IV bringt nicht nur die Leute in eine ständige Unsicherheit, sondern drückt auch auf die Beschäftigten. War immer schon eine Disziplinierungspeitsche für die Beschäftigten. Drittens, statt Leistungsdruck und Dauerstress und Existenzangst, Arbeit umverteilen. Wir haben ja heute im Arbeitsleben eine etwas perverse Entwicklung. Auf der einen Seite haben wir für Millionen von Leuten strukturelle Unterbeschäftigung. Die wollen eigentlich mehr arbeiten, weil sie nur 10, 20 Stunden Verträge haben. Davon nicht leben können. Und auf der anderen Seite nimmt der Leistungsdruck und der Dauerstress für die, die 35 oder 40 Stunden arbeiten, immer mehr zu. Die Entgrenzung der Arbeitszeit ist ein Dauerthema und immer mehr Leute leiden drunter und haben große Schwierigkeiten, ihr Leben und die Arbeit noch in Übereinstimmung zu bringen. Das ist quasi eine schizophrene Auseinanderdifferenzierung der Gesellschaft. Und wir haben gesagt, wir müssen eigentlich einen Kampf führen um eine neue Normalität. Und wenn die einen zu viel arbeiten und die anderen zu wenig arbeiten, wäre das eigentlich die Grundlage für eine neue Arbeitszeitverkürzung.
Oder sagen, der Ausgangspunkt müsste ja auch sein, dass die einen mehr arbeiten und die anderen weniger und sich quasi die Arbeitszeit deutlich mehr um die 30 Stunden kreist als heute um die 40. Ich sage bewusst kreist, weil unterschiedliche Lebenslagen vielleicht unterschiedliche Arbeitszeitbedürfnisse herbeibringen und mit einer nackten Forderung nach 30 Stunden du vielleicht nicht weiterkommst. Aber wenn du dieses Thema zum Ausgangspunkt nimmst, hast du vielleicht eine große Chance. Wir streiten in der Partei ein bisschen, ob der Begriff neues Normalarbeitsverhältnis gut ist oder nicht. Ich bin eher dafür. Es gibt aus feministischen Gründen auch berechtigte Einwände, weil das Normalarbeitsverhältnis immer ein männlich geprägtes Normalarbeitsverhältnis war. Aber ich bin trotzdem dafür. Und wir haben mal ein paar Kriterien entwickelt, was da reingehört. Dass wir gesagt haben, du musst von deiner Arbeit deine Existenz bestreiten können. Du musst dir eine Rente ansparen können. Du musst deine Zukunft planen können. Also du musst eine Sicherheit haben, dass nicht jede Anschaffung vom Kühlschrank, nicht jede Autoreparatur dich in unzumutbare Probleme bringt, ja, sondern dass du dein Leben planen kannst und auch deine unterschiedlichen Lebensphasen. Du musst Einfluss auf die Gestaltung deiner Arbeit nehmen können. Dazu gehören im Übrigen auch Rechte. Du musst die Arbeit so, die Arbeitszeit so gestalten können, dass sie mit deinem Leben in Übereinklang bringbar ist. Die heutige Entwicklung der Produktivkräfte bringen eigentlich mit sich, dass man viel mehr die Arbeit ums Leben planen kann, wie das Leben um die Arbeit. Das wäre möglich, also von der Entwicklung der Produktivkräfte. Das sind mal so 5, 6 Kriterien, die quasi ein neues Normalarbeitsverhältnis definieren würden. Und wo wir vielleicht gute Chancen hätten, diese Kampagne mit so einem Begriff mit zu verbinden. Wir haben dann auch noch 2 Forderungen drin, die mehr das Leben betreffen. Das ist Wohnen und Energieversorgung muss bezahlbar sein. Wenn man immer mehr die Erfahrung macht, dass eben Wohnen und Energieversorgung dich auch prekär machen kann. Wenn du eben 2.500 oder 3.000 brutto hast und du hast 1.500 oder 1.600 netto und du musst aber in München 900 Euro für eine Wohnung hinblättern und dazu kommen noch die Energiekosten, dann bist du eben auch prekär, weil dir so wenig übrig bleibt, dass du eigentlich kaum noch dein Leben fristen kannst. Das ist in Stuttgart natürlich genauso. Ja, und inzwischen in Berlin auch, also wenn du dir die Entwicklung dort anguckst. Dann haben wir noch gesagt, wichtige Forderung ist auch mehr Personal in Bildung, Gesundheit und Erziehung. Was hat es mit prekär zu tun? Wir haben heute die größte Branche in Deutschland mit 6 Millionen Beschäftigten, das Gesundheitswesen. 6 Millionen Beschäftigte. Und dort herrschen dramatische prekäre Verhältnisse. Und natürlich diejenigen, die ohnehin wenig Geld haben und auch prekär arbeiten, werden im Gesundheitssystem immer weniger gut betreut. Oder können sich die Zusatzkosten nicht leisten. Weil meinst du, kannst dir als Verkäuferin ein Implantat leisten und deine Zähne kaputt gehen? Oder ähnliche Dinge, und das schon 3.000 Euro kostet? Also man braucht praktisch auch dort Regelungen, was die ganze öffentliche Daseinsvorsorge, Gesundheit, Pflege anbetrifft. Oder wenn du alt wirst, kein Geld hast und du wirst nur noch gewaschen und verpflegt, aber sonst nicht mehr versorgt, dann verschlechtert es die Lebensmöglichkeiten der Leute, die es ohnehin am meisten kämpfen müssen in der Gesellschaft, dramatisch. Also das sind unsere 5 Forderungen, symbolisch ja diese Hand, das muss drin sein, jeder Finger für eine Forderung. Und ich setze stark darauf, dass wir mit dieser Kampagne anschlussfähig sind an diese ganzen betrieblichen Kämpfe, die wir gewirkt haben, die ganzen Auseinandersetzungen, die ja entweder gegen prekäre Verhältnisse sind oder von Beschäftigten geführt werden, die in der Grauzone zum Prekären sind. Eine Erzieherin ist nicht unbedingt prekär, aber wenn sie in Teilzeit ist und alleinerziehend, ist sie eben prekär. Ja, und so geht es ja mit vielen Bereichen. Also die Grauzonen sind da fließend und wir wollen quasi das zum Dauerthema machen, mindestens Horizont Bundestagswahl. Und ich hoffe, dass wir da, wie gesagt, eine Verbindung zu den Gewerkschaften hinkriegen, die ja da eigentlich auch einen starken
Ausgangspunkt dafür nehmen müssen. Und wir haben ja ein bisschen das Beispiel mit dem Mindestlohn. Das war auch die damalige PDS, die erste Partei, die das Thema Mindestlohn auf dem Schild gesetzt hat. Und es hat 13 Jahre gedauert, bis jetzt eine konservative Kanzlerin ein Mindestlohngesetz unterschreiben musste. Zwar mit vielen Lücken und zu niedrig, aber immerhin. Vor 5 Jahren hätte sie das, glaube ich, heftig bestritten, dass sie das jemals in ihrem Leben machen muss. Das heißt, man kann ja durchaus gesellschaftlichen Druck erzeugen, um die eine oder andere Forderung, egal unter welcher Regierung, durchzusetzen. Ich bin ziemlich überzeugt, dass die Forderung Befristungen stoppen einen ähnlichen Charakter kriegen kann wie der Mindestlohn. Und das, die IG Metall hat ja mal eine ganz große Befragung gemacht mit 500.000 Leuten vor kurzem, nach guter Arbeit und was sie von der Arbeit erwarten. Und bei 90% haben angekreuzt, dass für sie die wichtigsten Forderungen sind, gegen Niedriglohn und gegen prekäre Beschäftigung. Obwohl wahrscheinlich von den 500.000 die wenigsten prekär und die wenigsten im Niedriglohn sind. Aber sie wollen nicht, dass ihre Kinder von einer Befristung in die nächste gehen oder ihre Enkel oder die Kinder ihrer Freunde. Und sie wollen auch nicht eingezingelt werden von immer mehr befristet Beschäftigten oder prekär Beschäftigten. Also man kann da durchaus auch so etwas wie ein Solidarbewusstsein bei den Leuten abrufen. Und ich will ganz zum Schluss noch einen Gedanken einbringen. Es gibt auch politische Gründe. Wir haben natürlich neben der sozialen und kulturellen Ausgrenzung inzwischen immer mehr auch eine politische Ausgrenzung. Die Leute in den sozialen Brennpunkten, die jeden Tag ums Überleben kämpfen müssen, die abgedrängt sind, gehen immer weniger weg. Wir haben in Bremen Differenzen in der Wahlbeteiligung, die sind unvorstellbar. In den armen Vierteln gab es zum Teil Wahlbeteiligungen von noch 20%, 20. In den reichen Vierteln übrigens von 85%. Man sieht, die Reichen haben eben doch ein höheres Klassenbewusstsein, was uns aber nicht beruhigen kann. Die gehen immer wählen, weil sie von keiner Partei, offensichtlich auch nicht von den Linken, eine Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse erwarten. Aber was passiert da? Das ist ja genau gewollt. Die etablierten Parteien wollen, dass sie nicht mehr wählen gehen. Das erleben wir in den USA, in vielen Ländern. In den USA können 2 Parteien hunderte von Jahren regieren mit einem ähnlichen Programm, obwohl bis 40 Leute zur Wahl gehen. Das macht ihnen nichts. Die Farbigen, die Unterprivilegierten gehen nicht mehr wählen, aber die Herrschaft quasi der Etablierten ist null angetastet. Und das sehen unsere auch so. Wir haben übrigens mit Gabriel ein Gespräch gemacht, der hat gesagt, die Prekären interessieren uns immer weniger, die gehen doch innen wählen. Das ist ja quasi dann die arbeitende Mitte, der man sich zuwendet. Aber damit verfestigt man natürlich die Ausgrenzung und es besteht bei beiden Gruppen, sowohl bei den Kernbeschäftigten wie bei denen, die nicht mehr wählen gehen, die große Gefahr, dass das nach rechts trifft. Es kann immer einen rechten und einen linken gesellschaftlichen Ausweg geben. Und der Rechte ist ja bekanntlich, dass sich die, die noch sich zum Mittelstand zählen oder zu den Kernen, nach unten abgrenzen. Auf was ja zum Beispiel Le Pen so erfolgreich setzt. Also man macht die Migranten, die Hartz-IV-Bezieher verantwortlich, die Flüchtlinge, für die ganze Misere und nicht die da oben. Oder man kann eine linke Alternative haben, dass man sagt, wir haben gemeinsame Interessen. Ich würde mal in der marxistischen Sprache bleiben, gemeinsame Klasseninteressen, ja, gegenüber denen da oben. Und deswegen glaube ich, dass es ungeheuer wichtig ist, die gemeinsamen Interessen zu definieren, und nicht diese Spaltungslinien zu akzeptieren, die, glaube ich, nicht nur hochbedrohlich für die Gewerkschaften sind, sondern auch für die weitere gesellschaftliche Entwicklung. Und wir müssen quasi den Prekären den Mut machen, dass sie sich wehren können. Und dass es eine Bedeutung hat, wenn sie sich wehren und organisieren. Und das sieht man ja auch überall bei den Streiks, bei den Auseinandersetzungen, dass sie es können. Sie müssen sich nicht abdrängen lassen in die Resignation. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe der Linken, aber auch der Gewerkschafter, die Leute aus der Resignation zu holen und zu sagen, natürlich kannst du politisch was verändern. Du musst dich eben organisieren und du musst anfangen, quasi deine Interessen wahrzunehmen. Das gilt für den Betrieb, gilt aber auch für die Gesellschaft. Und was vielleicht die Rolle der politischen Gewerkschafter ist,
oder auch der linken Gewerkschaft, ob in der Partei oder außerhalb der Partei, diese Verbindungen herzustellen zwischen den betrieblichen Auseinandersetzungen und den gesellschaftlichen Fragen. Und die Illusion, dass man alles betrieblich lösen kann und nur in den Betrieben, die sollten wir nicht machen, sondern die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind natürlich hochentscheidend. Und deswegen muss unser Kampf darum gehen, diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu verändern. Dankeschön. Und vor allen Dingen, weil natürlich halt eben auch die Frage sozusagen der Daseinsvorsorge auch immer eine Frage ist, mit der ich halt eben Bürgerinnen und Bürger erstens treffe natürlich, aber auch zweitens sozusagen mitnehmen kann. Weil die halt auch eigentlich auf diese Daseinsvorsorge, Dienstleistungen angewiesen sind. Gesundheitswesen, Erziehungsdienste, Energieversorgung, Wasserversorgung, was auch immer halt eben so. Und insofern denke ich, sind das die Tarifauseinandersetzungen, die automatisch eigentlich dann auch zu einer politischen Auseinandersetzung in der Regel werden. Und man muss sie, glaube ich, auch politisieren. Man kann sie ja gar nicht sozusagen rein betrieblich, wenn man sie will, lösen. Und das ist insofern für uns, glaube ich, halt eben auch nochmal der Ansatz, um dann daraus, sagen wir mal, Honig zu saugen, um auf der politischen Ebene jetzt nicht einfach groß und stark zu werden, das sowieso, aber auf der politischen Ebene dann auch wieder mit Anträgen, mit Gesetzentwürfen, mit Ähnlichem halt eben in den Parlamenten auch vorgehen zu können und zu sagen, wir müssen das lösen. Das ist sozusagen die Verteilungsfrage, muss hier angegangen werden. Wir brauchen andere Finanz- und Steuerpolitik, wir brauchen eine andere Gesundheitspolitik, wir brauchen eine andere Finanzierung des Gesundheitswesens und so weiter und so fort.